Ja, einen herzerfrischenden guten Abend und herzlich willkommen zum jetzt 71, nee, ich glaube 72. Part. Oder doch 71? Auf jeden Fall zum nächsten Part hier bei Just Cause 3, ne? Mit mir, dem, ja, dem Fleutschenkopfkegel und, ja, dem Klötenkopf Rico. Rico? Ja? Annika. Ich schick dir Koordinaten, ich erwarte dich da. Ja, mal gucken, ne? So, wir befanden uns ja, das letzte Mal hatten wir hier auf El Becchio diese drei Örtchen hier noch freigeschaltet, die wir ja noch befreien müssen. Dann wäre nämlich der Bereich El Becchio, ja, dann wäre das diese Provinz auch schon mal befreit. Hier hatten wir jetzt die nächste Mission, die große Flucht. Huch. Pass mal auf. Ich würde sagen, wir machen nochmal... Achso. Ja, stimmt. Es war ja jetzt... hier war das ja so. Ich muss jetzt einmal wieder mich an, an diese... Weiß... Ja, gut. Springende Autos. Warum nicht? So. Ja, ich muss mich jetzt einmal wieder an die Steuerung hier gewöhnen. Aber ich glaube, das sollte kein großes Problem werden. Weil ich habe jetzt die letzten Tage erstmal reichlich Assassin's Creed Brotherhood aufgenommen. Normalerweise Just Cause 3 brauche ich jetzt auch noch nicht aufnehmen. Aber wir haben ja nicht mehr so viel zu tun. Also es ist nicht mehr viel. Und da das nicht mehr so viel ist, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt nochmal eine kleine Aufnahme. Nochmal so ein bisschen Randale machen und so, ne? Und vielleicht dann noch mal so ein, zwei Missionen. Wir werden mal gucken. Wir werden mal gucken. Ja. Riskiert freiwillig euer Leben für die Wahrung der Stabilität. Euer Opfer. Macht mich demütig. Und ich bemühe mich jeden Tag. War das jetzt gerade hier der Captain? Ne, war mal ein Captain. Moment. Einen Captain haben wir doch hier gar nicht, oder? Also wir haben jetzt 4 Poporana-Plakate, die Polizeistation, Treibstofftank, Überwachungssystem, 5 Lautsprecher, Statue und Flagge hissen. Ne, das ist Wahrkacke. Also, nicht als Herrscher, sondern als Vater. Ja, gut. Seine Kinder liebt. Ich weiß, mein Vorgehen ist... Der erste Lautsprecher ist kaputt, Entschuldigung. Ja, Leute, das passiert, ne? Hm. Ach komm. Tschüssi. Bringen wir es hinter uns. Der lebt doch noch. Entschuldigung. So. Oh, ist eine Verstärkung angefordert. Oh, toll. Die Zentrale. Sie ist immer noch da draußen. Findet ihn. Hallo, macht mal. So, also hier haben wir auf jeden Fall schon mal den ersten Dings hier vom Überwachungssystem. Da unten ist auch noch eins. Ach, das kann ich... Ach, ich bin zu weit weg. Zurück auf eure Posten. Jo. Ich weiß, dass ihr Angst habt. Terroristen greifen unsere Institutionen an und wollen die... Da hinten ist auch noch ein Dings hier für die, für das Überwachen. Ich kann nicht richtig sprechen, es tut mir leid. Aber konnte ich ja noch nie. Entschuldigung. Da steht es von alleine umgefallen. Das war gerade so ein Luftzug. So ein Windhauch. So, Statue auch weg. 6 Monitore hier in dieser Stadt.
Heilige Scheiße. Also, da haben wir einen. Kann es sein, dass hier oben auch noch einer drauf ist? Oder nicht? Ja, hier ist keiner. Okay, also wie gesagt, da Nummer 1. Da oben war Nummer 2. Da ist Nummer 3. Da ist Nummer 4. Oh, jetzt backen die Frames wieder rum. Sehr schön. So, wir sehen die Obrigkeit. Dankeschön. Einmal weg. So. Das Ding ist kaputt. Aber ich glaube, der Bereich da oben, der gehört ja auch noch dazu. Ich muss da nochmal eben nach oben flitzen. Hallo. Ach Gott, hier sind auch noch welche. Na. Ich muss mich mal ganz kurz verstecken. Oh, hey, mein Haus. Naja. Gut. So sieht es bei mir zu Hause auch aus. Was? Ich bin Sebastiano Di Ravello. Yes. Ich bin Di Ravello. Ich bin der größte Pümpel hier am Saft. Ne? Genau das wollte ich gerade gesagt haben. So. Da war das Schild kaputt. Okay, also hier oben ist jetzt kein weiteres Überwachungssystem. Gut. Aber ich weiß nicht, was heute mit meiner Stimme los ist. Ganz kleinen Moment. So, ich habe mich jetzt gerade mal geräuspert. Ich hoffe, es ist jetzt wieder so im Dings und so. Ich habe Gott sei Dank auch noch was zu trinken hier stehen. Also, wir helfen mal. Also, wir hoffen mal wirklich, dass das soweit funktioniert. So, warte mal, gehen wir da unten nochmal eben gucken. Hier ist noch einer und da drüben ist auch einer. Okay. Pass mal auf. Da wir jetzt gerade unentdeckt sind, werde ich mit dem Kram jetzt erstmal anfangen. So, wunderbar. Ne, da unten soll es hin. Kleines Stückchen noch höher, wunderbar. Perfekt. So, und jetzt hatten wir da hinten noch einen. Na, guck mal. Boom, Baby. Geil! Schön! Ich freue mich sehr. Ach guck mal, da hinten ist auch noch ein Schildchen. Das kann man ja auch gleich mal so mitnehmen, weil braucht sowieso keiner. Weißt du? Danke. Danke. Sehr, 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 sehr freundlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gut, ein Schildchen fehlt jetzt noch. Der Treibstofftank ist in der Polizeistation drin. Und einen Lautsprecher brauchen wir noch. Wo wäre denn Madame Monsieur der Lautsprecher? Ach, da vorne. Egal. Ich mache nichts da oben, ich mache eher was hier unten. So, bring mich nicht.
natürlich. Ach so, da ist auch schon wieder einer. Bringe mich natürlich ein bisschen in Sicherheit. Oh, geil. So. Das Ding wäre auch weg. Sehr schön. Was? Warum? Hätte ich gerne mal gewusst. Ich habe nichts gemacht. Brauche Verstärkung! Brauche Verstärkung! Ja, hallo! Ja, toll! Ja, auch ist wieder Frame-Einbrüche hier. Wunderbar, perfekt. Ey! Jetzt werde ich auch noch hier angefahren. Wunderbar, perfekt. Mach das mal ruhig mit mir, ne? Ja. Hätte jetzt aber trotzdessen gerne mal gewusst, warum die Fantasy hier spacken. Also das wäre ein wirklich großes Avec Plaisir, wenn ich das mal jetzt gewusst haben sein tun und so, ne? Aber egal. Was soll's. Wir leben ja noch. Also noch. Ey. Ja. Mhm, klar. Die sind hinten auf im Wasser auf dem Boot und können mich hier 2 Kilometer entfernt treffen. Ja. Aber sicher. Aber sonst geht's noch, ne? Und was ist jetzt mit dem Benzin, ihr Penner? So. Wunderprächtig. Ja, dann können wir eigentlich schon mal ein bisschen Verstärkung rufen, ne? Oder nicht? Ja, komm, machen wir. Ja. Jetzt auch mal sterben, danke. So. Fertig, aktivieren. Oh Gott, können wir so machen. So. Was soll das denn hier? Ich rufe ja Verstärkung und keine Gegner, ne? So, ja, sind noch hier Flagge hissen. Ich hisse mal. Und dann haben wir das schon. Ich will auch so einen Teil. So, sehr schön. Das freut mich ungemein. Ich sag mal Prost. So, Eisenbahnsprint, Küstenexplosion und die 4. Ansiedlung befreit. Geil. So, müssten wir eigentlich gleich, da wir hier so gedingstechnisch unterwegs sind. Oh, das ist sogar ein bisschen mehr. Eieieiei. Für das Ding werden wir aber auch ein bisschen länger brauchen. 4 Propagandaplakate, die Polizeistation, 3 Treibstofftanks, Überwachungssystem, Projektor, Propagandawellen, 2 Satellitenschüsseln, 6 Lautsprecher, eine Statue, Schaltanlage, Wasserturm und Flagge. Boah. Ich glaube, da machen wir mal schnell erstmal das Ding hier oben. Das geht, glaube ich, ein bisschen, ne? Achso. Ich werde es jetzt immer mit der Enter-Taste markieren und hier muss man das ja mit der rechten Maustaste machen. Aber ich merke das ja nicht.
So, genau. Sehr schön. Du kommst hier gut nach oben. Wunderschön. Ich bin total aufgeregt. Oh, ich auch. Gelata wurde von der Tyrannei der DRM befreit. Endlich verbreiten keine Lautsprecher mehr die Ravellos schwachsinnige Parolen. Resista. Ein paar Lautsprecher sind aber hier noch übrig. Also in, ne? In Gesamt Medici. Also ein bisschen brauche ich noch. Aber Schätzelein, ich bin dabei. Also Rico, also wir beide. Also so mehr oder weniger. Das soll jetzt nicht heißen, dass das hier gleich von Anfang an gut geht, ne? Aber egal. Wir haben auf jeden Fall schon mal guten Fortschritt hier erreicht. Und wie viele Missionen waren es jetzt noch? Waren es 5 oder 6? Hammer. Achso, warte mal. Wie viele Missionen waren das jetzt nochmal? Ne, 5 Missionen haben wir noch. Ha. Ja. Wunderbar. Drückst da einmal hier doppelt auf Tabulator. Perfekt. Ja, ich weiß, ich hab's drauf. Irgendwie gar nicht, aber... Naja, man weiß ja, wie es ist. So, mal gucken, was uns da drüben so erwartet. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal ein Schildchen. Jetzt kommen wir an sich doch mal so... wenn wir gerade schon mal hier sind. Weil es braucht sowieso jetzt keiner mehr. Ach guck mal, da drüben ist halt der zweite. Nehmen wir auch gleich mit. Gönnen wir uns mal. Ach, da sind auch noch Gegner. So. Oh geil. Schild ist kaputt. Hihi. Ja. Gut. Fluchtfahrer. Nee, gerade nicht. Freiheit für jeden, ich weiß Bescheid. Halt die Schnauze, ich bin bereit. Er wüsste nicht, dass sein Volk leidet. Er genießt es. Er hat eine Waffe. Okay, da ist halt die nächste. Komm, ne? Er hat mich in der Hand. Ich weiß es nicht. So. Ja. Gut. Da ist gleich Nummer 3. Ach, da vorne ist auch gleich die Statue. Aber was willst du mehr? Ist das nicht geil? So, komm mal, das machen wir gleich so. Und so. Reißen das Ding kaputt. Leute, ich habe hier zu tun. Adios, Arschloch. Guck mal, was läuft hier unten eigentlich gerade? Ich frag gar nicht. Ich frag gar nicht. Glaube ich besser. So, was war jetzt hier noch? Die Polizeistation, da ist dann der Treibstofftank, die zwei Satellitenschüsseln sind drin. Gut, dann fehlt jetzt nur noch der eine Lautsprecher. Der ist hier hinten am Eck. Ah ja. Hui! Das macht Spaß.
Ja, ja. Passt schon. Der glotzt mich die ganze Zeit so dumm an. Okay. Sehr schön. Ich freu mich. So, dann können wir uns nämlich gleich hier rüber begeben. Zur Polizeistation. Einen Rebellen rufen. Einmal. Zweimal. Treffen habe ich an die Leute nicht. Ich weiß nicht warum. So, ach komm, weißt du was? Ist mir gerade nah. Verstanden. Willst du mich verarschen? Hier, da unten sollst du hinschießen. Genau. Hey, geil. Oh Mensch, ey, du kannst es ja doch. Ja. Wer was wie wo? Darauf! Doch, ne? So, genau, jetzt mal sterben, ihr kleinen Spacken. Ach, du müssen wir aktivieren. Na, jetzt passt ja. Oh, hier. Ja, du brauchst gar nicht abhauen, Freundchen, ne? Also so nicht. Das ist gut jetzt, ne? So. Attackiere Zielperson. Alle Einheiten hierher. Wir zentral. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Ja, ja, mach mal. Ich hänge jetzt mal die Flagge auf, ne? So. Das ist doch schön. Boah, die Frames gehen gerade so derbe runter. What the fuck? So. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. So. Verfolgung aufnehmen. Brauchen wir nicht mehr. Wir sind schon fertig. Na, das ist doch nice. So. Garage ist offen. Vista Plunge Tour. Montania Flug. Und die fünfte Ansiedlung. Yep. Eine Stadt nach der anderen. So, haben wir hier noch irgendwie ein Fahrzeug? Glaube ich nicht, oder? Die haben wir, glaube ich, schon alle in der Garage drin. Hier ploppt nichts auf, alle klar. Ich weiß nicht, ob ich hier noch Munition auffüllen könnte. Wisst ihr schon das Neueste? Doch. Vista Drakon wurde befreit. Kämpft weiter, meine Freunde. Naja. Schnuckel, wir sind dabei. So, die eine müssen wir auch noch. Und wenn wir die haben, dann können wir erstmal die... Achso. Stimmt, hier war das... Ja. Ich merke mir das nicht. Wir müssen übrigens in die andere Richtung. Das war falsch. Egal. Dann machen wir das so. Alter, geil. Runter! Juhu! So, aber wie gesagt, die beste Szene war gerade, wo ich mich selber mit dem Raketenwerfer abgeschossen habe. Das war the best. Also besser jetzt echt nicht.
Ach, guck mal, da ist schon mal der, der Dings hier. Übernimm den Wagen und bring die Geisel in Sicherheit. Nö. Geil. Nice. Wunderschön. Was haben wir da hinten? Ach, schon wieder Überwachungssystem. Ach, nö. Wer hat mich ja eigentlich gerade gesehen? Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn hier? Vier Propaganda-Plakate, die Polizeistation, da sind wieder bestimmt die Treibstofftanks drin. Ein Projektor, Satellitenschüsseln genauso. Sechs Lautsprecher, wow. Eine Statue, eine Schaltanlage, ein Wasserturm und, ja, Propaganda-Wellen haben wir ja schon erwischt. Wow, das ist aber... aber ganz schön viel aus, ne? Sehr schön. Oh ja, Leute, man muss es nicht übertreiben, ne? Machen wir das jetzt eben so. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Ja, ja, macht mal. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Ach komm, können wir auch gleich in die Polizeistation gehen. Ja, natürlich. Verstärkung ist schon unterwegs zu euch. Mhm. Zielperson eliminieren. Was ist das denn jetzt hier? Ach, es kommt auch mit Helikopter, na klar. Wo ist der Helikopter? Wo ist er? Hallo? Ach da! Nehme ich! Danke! So, dann machen wir es eben so, ist doch kein Problem. Hallo? Hä? What the fuck? Was war das denn jetzt? Ich bin die ganze Zeit mit dem Helikopter in der Luft geblieben. Ich bin nicht getroffen worden. Auf einmal stürzt er ab. Also, komm, ich frag gar nicht. Oh, das sah gar nicht gut aus. Ja, ich weiß. Also, wow. Gut, also das,